Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und für all diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich beschäftige mich in meinen Videos mit dem Thema Filmerei und Fotografie. In diesem Video geht es jetzt speziell um ein Zoom H1 Aufnahmegerät. Dieses Aufnahmegerät ist dafür da, dass man zum Beispiel einem Interviewpartner oder sich selbst, wie jetzt in meinem Fall, ein Lavalier-Mikrofon umhängt und den Ton auf diesem Zoom H1 Gerät abgreift. In dem Video geht es jetzt auch tatsächlich nur um die Settings und ich kann euch gern auch noch ein paar Hintergrundinfos geben, warum ich das Gerät verwende und warum es seit 3 Jahren circa für mich eine sehr gute Option ist, bei Interviews oder bei Hochzeiten, bei Events, die Reden und das Gesprochene so abzugreifen und nicht mein VideoMic Pro zu verwenden, welches jetzt oben auf der Kamera drauf gesteckt ist. Ihr schaut euch das Video wegen den Audio-Settings von dem Zoom H1 an, deswegen kommen die gleich am Anfang. Also, ich nehme mit 48 kHz bei diesen Geräten auf und 24 Bit. Das gibt mir genug Spielraum im Videoschnittprogramm mit dem Ton spielen zu können. Dann ist auch wichtig, ich nehme im Wave-Format auf und nicht im MP3. Bei mir kann ich das Wave- oder MP3-Format auf der Rückseite auswählen, bei den neuen Geräten geht es auf der Vorderseite. Warum Wave? Wave ist nicht so komprimiert wie das MP3-Format und die Qualität ist auch noch besser. Bei Auto-Level habe ich meinen Schalter auf Off stehen, das heißt der Tonpegel bleibt einfach gleich, nachdem ich ihn eingestellt habe. Low-Cut, den habe ich auf On stehen, der bewirkt folgendes, wenn ein Brummen irgendwo zu hören ist oder Windgeräusche im tiefen Frequenzbereich, werden die etwas rausgefiltert. Dann zum Input-Level ist zu sagen, ich bewege mich jetzt in meiner Version mit meinem Lav-Mic immer zwischen 50 und 53. Warum 50, 53? Weil ich dann auf minus 12 Dezibel komme. Minus 12 Dezibel ist wirklich eine gute Kenngröße, da wird der Ton nicht übersteuert, das heißt der Ton klippt nicht. Versucht es einfach so einzustellen, dass er auf minus 12 bleibt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das so passt, nehmt einfach noch ein Kopfhörer, wenn ihr eurem Interviewpartner das Teil angeschlossen habt und greift den Ton tatsächlich ab. Die Geräte haben alle einen Line-Out. Hier. Und jetzt kann ich doch tatsächlich gleich den Ton abhören und höre sofort, ist es übersteuert, ist der Ton zu leise. Also macht es vor jedem Interview, da geht ihr wirklich auf Nummer sicher. Die weißen Pfeile habe ich mir mit Edding darauf gemalt, dass es wirklich für mich idiotensicher auch in dunklen Umgebungen ist, dass ich das Mikrofon in den richtigen Anschluss stecke. Denn ich habe hier auch noch den Line-Out und da ist mir wirklich mal passiert, dass ich den Ton im Line-Out abgreifen wollte. Aber das bringt natürlich nichts, wenn man ein Mikrofon in ein Kopfhörerkabel reinsteckt. Wenn ihr euch fragt, funktioniert der Ton, kann man den Ton denn nicht einfach mit dem VideoMic Pro aufnehmen, anstatt von diesen Zoom H1 Geräten? Ja, man kann, aber umso weiter weg die Kamera steht, umso schwieriger wird es, einen sauberen Ton aufzunehmen, ohne viel Hintergrundgeräusche. Bei Hochzeiten ist es zum Beispiel so, wenn eine Rede gehalten wird, möchte ich kein Gläser klappern, Geschirr klappern und das Tratschen am Tisch mit aufnehmen, sondern ich will die klare Stimme des Redners einfach aufnehmen. Genauso auch in der Kirche, wenn der Pfarrer bei Hochzeiten der Pfarrer spricht oder der Bräutigam der Braut das Ja-Wort gibt, stehe ich meistens weit weg und möchte einfach nichts von der Hintergrundkulisse aufnehmen, sondern den klaren Ton. Bei Interviews in Büros ist es genauso, wenn ich Imagefilme produziere, klingeln im Hintergrund die Telefone, die Leute arbeiten an den Tastaturen und wenn der Interviewpartner etwas spricht, hört man diese unschönen Hintergrundgeräusche. Deswegen wirklich, Lavalier-Mikrofon ist da die beste Option. Und diese Option muss man wirklich ziehen, wenn man jetzt keinen zweiten Tonmann dabei hat, der den Ton wirklich mit der Tonangel greifen kann. Bei mir hat sich seit 3 Jahren wirklich bewährt, auf die Teile zurückzugreifen. Das Einzige, was man wissen muss, wenn man am Ende das Video schneiden möchte, wie zum Beispiel jetzt auch dieses YouTube-Video, dann muss man die Clips synchronisieren. Das heißt, das Bild und den Ton, der muss angepasst werden. Das zeige ich euch gleich unten am Rechner, wie ich es mache. Das sind 2, 3 Klicks, eigentlich sehr, sehr easy. Also ich kann euch die Zoom H1 Geräte echt ans Herz legen. Sie sind sehr günstig, die kosten um die 100 Euro. Und ja, haben mich in 3 Jahren noch nicht im Stich gelassen und sorgen für einen sehr guten Ton. Als Beispiel
schalte ich jetzt nochmal auf das VideoMic Pro um. Dann hört ihr hier in diesem Raum, ich sitze hier gerade im Wohnzimmer, wir haben hier hohe Decken, ihr hört wirklich, wie das Video, wie der Ton schallt. Und das ist nicht so optimal. Ein guter Ton macht auch wirklich ein gutes Video aus. Oder andersrum, ein gutes Video macht einen guten Ton aus. Und deswegen gebe ich euch den Tipp, legt euch die Dinger zu, wenn ihr hochwertige Videoaufnahmen, Interviews oder euch selber gern aufnehmen wollt. Und jetzt geht es daran, den Ton und das Videobild zu synchronisieren. Ich zeige euch, wie ich es mache, am Rechner in Final Cut Pro X. Ihr wählt euch zuallererst die Videodatei aus, markiert diese mit der Command-Taste und sucht euch eure Audiodatei vom Zoom H1. Bei mir ist es die Datei 16, die markiere ich auch mit der CMD-Taste. Jetzt sind beide markiert. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch mit der rechten Maustaste auf Clip synchronisieren gehen und schon macht Final Cut die Arbeit für euch alleine. Clip synchronisieren, boom! Was passiert? Er erstellt einen synchronisierten Clip, den speichert ihr einfach mit OK und oben in eurem Auswahlfenster ist dieser Clip drin. Mit E werfe ich den Clip in die Timeline rein und jetzt können wir uns nochmal davon überzeugen, ob Final Cut eine gute Arbeit gemacht hat. Das heißt, ihr geht in den Clip rein, drückt die Tasten Ctrl, Alt und S. Jetzt seht ihr beide Tonspuren. Einmal die obere Tonspur ist bei mir mein VideoMic Pro und unten die Tonspur von dem Zoom H1. Ich schalte jetzt mal die Tonspur vom VideoMic Pro aus. Ich deaktiviere die mit der V-Taste und höre mir jetzt einfach mal die Soundqualität an. Und schau wirklich, ob das synchron ist. Tipptopp. Final Cut hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Es war ein Klick und funktioniert. Wenn ihr jetzt allerdings in lauter Umgebung filmt, kann es sein, dass Final Cut Probleme hat, diesen Ton- und Videoclip zusammen zu synchronisieren. Dann müsst ihr das wirklich manuell machen. Ich zeige euch die Methode auch kurz. Dafür lösche ich das ganze Ding. Suche mir nochmal meine ursprüngliche Videodatei, werft die unten in die Timeline rein, gehe auf meine Tondatei, das war die 16er, das ist die hier, die schnappe ich mir, werft die unten ran und jetzt erweitere ich oder zoome in meine Timeline hinein, weil das macht es dann wirklich für mich einfacher zu sehen, wo kann ich denn hier den Clip synchronisieren. Okay, ich sehe hier die Klatscher, die hohen Peak-Ausschläge und hier muss ich dann wirklich die Timeline nochmal ein bisschen größer darstellen und kann ganz easy mit dieser Methode meinen Ton angleichen und hier bin ich mir sicher, Ton und Bild ist synchron. Also klatscht in die Hände, nutzt es für euch, das macht alles viel, viel einfacher. Das war's, die manuelle Methode und die einfache Synchronisationsmethode in Final Cut. Ich hoffe, irgendwas war für euch dabei, was sinnvoll und hilfreich war. Wenn, abonniert meinen Kanal, ich würde mich riesig freuen und sage Ciao, Servus, euer Sigi.